Hallo Freunde, willkommen hier zurück bei Pokémon Mystery Dungeon. Jetzt, auf der letzten Etappe der Flucht. Dieser verheißte Bergpfad ist ja ewig lang. Wir sind schon so weit gelaufen. Lizzie sieht auch schon ganz erschöpft aus. All diese Strapazen aus purer Verzweiflung. Und was erwartet uns? Tun wir wirklich das Richtige? Oh, ist das kalt, zu kalt. Hier gibt's nichts außer Schnee. Hier sieht alles gleich aus. Ich frage mich, ob wir überhaupt von der Stelle kommen. Habe ich das gerade gedacht? Wir sind an einem verlassenen Ort angekommen, an dem wirklich niemand außer uns ist. Ich habe das Gefühl, dass vor uns nichts mehr ist. Auch wenn wir weitergehen, da ist nichts mehr. Und ich bin total erschöpft. Was wird aus uns werden? Keine Bange, uns passiert schon nichts. Sicher, das stimmt. Darüber nachzudenken, was passieren könnte, hat keinen Sinn. Nicht nachdem wir so weit gekommen sind. Tut mir leid. Ich habe mich selbst bemitleidet. Ich glaube an dich. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Und das wird sich nicht ändern. Ich werde weiter fest an dich glauben. Ich folge dir, wo immer du auch hingehst. Ja, Lizzie vertraut mir bedingungslos. Ich darf keine Unsicherheiten zeigen. Ich darf nicht an mir zweifeln. Was? Boah, was war das? Mir wird so schwindelig. Hm? Ist dir nicht gut? Endlich! Endlich bist du da! Da spricht jemand zu mir. Lizzie? Nein, Lizzie klingt anders. Diese Stimme, die kenne ich von irgendwoher. Endlich, du bist hier! Ich habe dich erwartet! Gardevoir? Ich bin so froh! Endlich begegnen wir uns! Du bist doch... Was? Oliver, was ist los? Warum führst du Selbstgespräche? Hä? Andere können mich nicht sehen. Ich bin nur für dich sichtbar. Etwas weiter voraus findest du eine zerklüftete Berglandschaft, gekrönt vom Klirrberg. Auf seinem Gipfel lebt Vulnona. Vulnona? Vulnona erwartet dich bereits. Hüte dich. Nein, warte. Hey, Oliver. Hallo. Was ist los? Was ist passiert? Das war's also. Gardevoir ist dir erschienen. Darum warst du vorhin so verblüfft. Ich finde es unglaublich. Vulnona ist nicht nur eine Legende. Das Pokémon existiert und auf dem Gipfel vor uns befindet sich Vulnona. Ja, wir haben uns so sehr angestrengt, um bis hierher zu gelangen und endlich zahlt es sich aus. Wir werden Vulnona treffen, um die Wahrheit zu erfahren. Endlich können wir die Verdächtigungen gegen dich entkräften. Fantastisch! Hör zu. Mach dir nicht so viele Sorgen. Es wird schon alles gut werden. Es ist doch nur natürlich, dass du vor einem Treffen mit Vulnona Angst hast. Dieser herzlose Mensch, der Gardevoir im Stich gelassen hat, du könntest dieser Mensch sein. Ich kann schon verstehen, wenn du genau gerade das denkst. Aber es ist unmöglich. Du bist nicht dieser Mensch, dessen bin ich mir sicher. Glaubst du so sehr an mich? Hm? Nun, es gab einen Moment, an dem ich Zweifel hatte, ja, aber nun... Nun frage ich mich, wieso ich gezweifelt habe. Ich weiß wirklich nicht, wieso. Aber das ist völlig in Ordnung. Du bist ein wirklich netter Typ. Weißt du, früher, als ich zum ersten Mal die Idee mit dem Retterteam hatte, da traf ich dich im Kleinhain. Wenn ich es mir so überlege, war damals schon etwas anders an dir. Es ist schon seltsam, nicht wahr? Aber ich glaube an dich. Und wenn wir vom Gipfel herunterkommen, kennen wir die Wahrheit. Geben wir alles. Oh ja, das werden wir. Aber erstmal legen wir wieder ein paar Sachen weg. Ah, ich nehme, glaube ich, 2 Äpfel mit. Das ist besser. 2 Belebersamen reichen auch und Top Alexi brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr, aber 1 nehme ich trotzdem mit, weil jetzt können wir die Link-Attacken wieder lösen lassen, das ist jetzt nicht mehr das Problem. Jetzt kommt kein Bossgegner mehr, wenn ich mich nicht täusche. Bist du fertig? Klaro, wir gehen zum Klirrberg. Gut, auf geht's, strengen wir uns an und erstürmen den Gipfel. Der Schneepfad ist genauso wie dieser Felspfad, von dem ich schon mal erzählt habe. Ich weiß gar nicht, habe ich in der letzten Folge auch gesagt, dass der Schneepfad wie der Felspfad ist? Es kommt mir irgendwie bekannt vor, dass ich das gesagt habe. So, und jetzt haben wir auch noch unser Kumpel Absol mit dabei, als vollwertiges Teammitglied. Dementsprechend heißt es, wenn Absol besiegt wird, sind wir auch alle besiegt. Aber, ja, das ist hoffentlich nicht das Problem, dass Absol besiegt wird. Absol ist nämlich ziemlich stark. Das kann gut auf sich alleine aufpassen. So, und wir erklimmen den Klirrberg. Oder erklirren wir den Klimberg? So, Plosivsamen.
Die Ränder im Kreis. Guck mal, kein Problem. Konnten wir auch allein lassen, die beiden da. So, Jurob. Ja, Jurob ist in Ordnung. Da kommt noch ein Blubber geflogen. Yeah, der hat das andere Jurob auch noch besiegt. Und wir sind Level 26. Sehr, sehr schön. Das gefällt. So. Und ich glaube, der Klirrberg müsste jetzt der längste Dungeon sein, der auf dem wir bisher geklettert sind. Der hat zwar auch eine Zwischenebene, aber ich glaube, dass der Anfang bisher tatsächlich das längste sein dürfte. Lampis Höhle, ja. Habe ich das erzählt, dass ich früher immer Lampis Höhle zur Lapis Höhle gesagt habe? Und dann habe ich mich immer gewundert, warum da gar keine Lampis leben. Naja, Kinder halt, ne? Was soll man dazu sagen? Nee, und... Was wollte ich gerade noch sagen? Ich weiß nicht mehr. Ja, die Lapis-Höhle hat hier, glaube ich, 14 Etagen und der hier müsste, glaube ich, 15 haben oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich bin mir absolut nicht mehr sicher. Aber es wird sich dann sowieso relativ schnell wieder revidieren. Sobald wir von der Flucht hier wieder zurück sind. Nein, eigentlich sobald die Flucht losgegangen ist, geht alles Schlag auf Schlag. Wow. Also, Jurob, Respekt, dass du dem alles so gut ausweichen konntest. Und auf der zweiten Etage vom, also auf dem zweiten Teil von Klirrberg kann man super geil trainieren. Da gibt es nämlich nur noch Firnator und ja, die bringen so gut XP. Also wirklich, ungelogen, das ist richtig gut. So. Und wie ihr wahrscheinlich bemerkt habt, ist die Zeit, in dem ich durch den ganzen Dungeon heize, um alle Items aufzusammeln, vorbei. Wow, 10 Gold, das, wow, Und ein Kraftband. So. Mund hier, na? Und es schneit. Das wird später noch einerseits zu einem Vorteil werden, dass es hier im Klirrberg schneit, andererseits zu einem Nachteil. Aber das wird viel später erst sein. Also, da haben wir noch richtig viel Zeit. Das kommt dann erst nach Abschluss der Hauptstory, wenn wir noch die letzten Reste erledigen. Deswegen. Da greife ich zu weit nach vorn, wenn ich das jetzt erzählen würde. Aber was ich erzählen kann, die Hauptstory hat, so wie ich mich erinnern kann, tatsächlich nach der Flucht nur noch 3 Dungeons. Wenn mich nicht alles täuscht. Dürften tatsächlich nur noch 3 Stück sein. Und alles danach ist Poststory. Vieles auch noch sehr wichtig. Es gibt noch ein paar sehr coole Bossgegner. Sehr coole Geschichten für uns zu erleben. Aber die Hauptstory müsste dann Geschichte sein. Ein Palimpalim. Ich liebe Palimpalim. Palimpalim ist putzig. Putziges Palimpalim. Eine Flasche Pommes bitte. Was ja eigentlich heißt, ich hätte gerne eine Flasche Pommes frites, aber viele Leute machen den Sketch einfach falsch. Ich auch. Ich gehöre dazu, auch wenn ich weiß, dass es eigentlich anders geht. Und Lizzie hat uns jetzt fast aufgeholt. Also ich glaube, Lizzie könnte uns gut einholen. Irgendwann wird die schneller Level-Ups haben als wir. So, ja, Magenknurrt ist doch in Ordnung. Wir sind doch gleich da. So, E15. Ich sage es doch. Damit ist der Klirrberg der längste Dungeon. Selbst wenn er unterteilt ist. Ja, gut, dann gehe ich halt mal da lang, ne? Ihr macht das schon. Ihr kriegt das hin. Ich hoffe, die kriegen das wirklich hin. Ah, das war schon wieder doof von mir. Irgendwie war ich der Meinung, dass ein Blubber reichen würde. Weil gerade eben ein Volltreffer mal... Oh nein, mein Magen ist leer. Ja, dann esse ich halt noch schnell was. Meine Güte.
Auch wenn wir gleich da sind und ich das eigentlich schwachsinnig finde, jetzt noch was zu essen. Aber wenn wir keine Ahnung haben, wo die Treppe ist, sagen wir, das Heilbad nehme ich noch mit. So, und aber Soul ist Level 21. Sehr schön. Dann machen wir mal Verhöhner weg. Und können stattdessen Biss. Und da ist die Treppe. Und da müssen wir jetzt auf der Hälfte sein. Genau. Gut informiert. Gut informiert. So. Und dann jetzt noch die letzten paar Etagen. Ich glaube, das waren 5 oder so. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls hier, Fernontor, ja? Fernontor, angucken. Fernontor, besiegen. Relativ easy zu besiegen. Und geben einfach mal 348 Erfahrungspunkte pro Viech. Wenn man da ein bisschen Zeit auf einer Ebene verbringt, um ein paar Fernontor zu klatschen, ihr könnt euch denken, dass das ziemlich gut, ziemlich viele Level-Ups gibt. Weil wenn wir bedenken, wir brauchen jetzt noch 5000, das sind keine 20 Fernontor, die wir brauchen. Oh, den sollten wir mitnehmen. Den lasse ich nicht einfach liegen. Ja, Amrena-Beere. Da ist mir ein Belebersamen doch schon ganz lieb. Muss ich einfach mal klarstellen. Jo. Da haben wir ein Fernontor. Na? Geh mal weg, hm? Kann ich nicht haben, sowas. Noch eins. Hallo. Ja, du verlangsamst mich. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. So. Was hebe ich jetzt hier stattdessen auf? Ich lege da plosiv so hin. Und dann esse ich den. Nom nom nom. Sind immerhin nochmal 5 Magen, die wir dazu kriegen. 5 Magen Fülle. Ja, Fernontor ist in Ordnung. Guck mal hier, so, Aquaknarre, Volltreffer und weg mit dir. Trepski! Hallo! Hallo, na? Geht's gut? Ja? Schön. Dann bist du jetzt besiegt. Dann wollen wir nochmal nach da schauen. Was bist du? Geld. Okay, Geld nehmen wir mit. Na. Na komm, Lizzie darf auch mal. Oh, so viel dazu. Lizzie darf trotzdem. Oh, dann hier ein bisschen Geld mitnehmen. Wie gesagt, für spätere Partnerareale brauchen wir noch so viel Geld. Also jedes Geld, was wir einsacken können, ist gut in unserer Tasche aufgehoben. Weil da später alles Knuddelhof überwiesen werden muss. Du machst das schon, hm? Sehr schön. E5? Sind wir da? Wir sind da. Wir haben es geschafft. Wir sind auf der Spitze des Klirrbergs. Endlich sind wir da. Das ist der Gipfel. Ja? Ich frage mich, wo wohl Nona ist. Da sind sie. Ich habe Oliver entdeckt. Gut, ich sehe sie. Simsala? Es wird allmählich Zeit. Endlich haben wir euch. Nur wegen eurer Flucht sind wir überhaupt hier so weit draußen. Nur die Ruhe des Spotter. Endlich können wir die Sache abschließen. Ich kann mich kaum zurückhalten. Meine Klauen zucken schon. Ich will einen Kampf. Lizzie, nimm's mir nicht übel. Ich weiß einfach nicht, wie man Gnade zeigt. Oliver, dieses Ende habe ich nicht gewollt. Aber so ist nun mal unser Schicksal. Der Zweck eines Retterteams ist es, den Frieden zu bewahren. Wir werden euch mit all unserer Macht bekämpfen. Es beginnt. Unterlasst das auf der Stelle. Was? Vulnona? Was? Vulnona?
Luna. Das ist wohl Luna. Die Legende, sie ist wahr. Hört sofort auf zu kämpfen, Simsala. Das sind meine Gäste. Sag uns, Vulnona, wer war der Mensch aus deiner Legende? Nein, mehr noch, ist die Legende tatsächlich wahr? Je nach deiner Antwort muss ich sie möglicherweise beseitigen. Ob mein Fluch für Legende gehalten wird oder nicht, ist ohne Belang. Jedoch, es geschah wirklich. Vor vielen Jahren versuchte ich, einen Menschen mit einem Fluch zu belegen. Doch damals schritt Gardevoir, der Partner des Menschen, ein und bewahrte ihn vor dem Fluch. Selbstlos ertrug es die volle Wucht des Fluchs, die eigentlich für den Menschen bestimmt war. Und der Mensch verhielt sich egoistisch und feige. Er ließ Gardevoir im Stich und floh. Und dennoch wurde dieser Mensch später zu einem Pokémon. In Gestalt eines Pokémon lebt dieser Mensch seither. Und dieser Mensch ist wer? Wer ist dieser Mensch, von dem du sprichst? Oliver, sei ohne Furcht. Du bist nicht dieser Mensch. Was? Was hast du gerade gesagt? Oliver ist nicht der Mensch aus der Legende. Das sagte ich. Was? Was ist nur los mit mir? Ich bin so angespannt, ich kann mich gar nicht bewegen. Ruhig atmen. Ein... aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Wow, fantastisch. Großartig. Ich wusste, dass Oliver nichts damit zu tun hat. Ich wusste es. Niemals würde Oliver solche schrecklichen Dinge tun. Da ist noch etwas, das erwähnt werden muss. Es ist wahr. Ich sah voraus, dass die Welt aus dem Gleichgewicht geraten würde. Jedoch, der zum Pokémon gewordene Mensch hat nichts mit dem Ungleichgewicht der Welt zu tun. Der Grund für die Naturkatastrophen ist ein anderer. Hey, ihr habt falsch gelegen. Ihr habt einen Fehler gemacht, als ihr Oliver gejagt habt. Müssen uns entschuldigen. Tut uns leid, dieser Gengar hat uns aufgehetzt. Nein. Ich habe Gengar gleich von Anfang an verdächtigt. Oliver sieht doch gar nicht so heimtückisch aus. Wenn's doch nur so wäre. Aber ich muss sagen, ihr verdient Respekt, dass ihr auf dieser langen und harten Reise die Wahrheit herausgefunden habt. Beeindruckend, Oliver. Ausgezeichnet, ich wusste von Anfang an, dass ich recht behalten würde. Warte mal. Und warum wurde Oliver dann zu einem Pokémon? Wenn er nicht der Mensch ist, der in der Legende erwähnt wird, wie erklärst du dir dann die Tatsache, dass er zu einem Pokémon wurde? Oliver, wer bist du? Der Boden bewegt sich. Erdbeben. Die Erdoberfläche bricht auf. Die Naturkatastrophen verschlimmern sich. Und die Erschütterung des Erdbodens werden ein Geschöpf in den Tiefen dieser Welt erwecken. Ein Geschöpf, das bisher ungestört schlief. Groudon wird erwachen. Was? Groudon erwacht? Groudon? Was ist das? Was ist ein Groudon? Ein legendäres Pokémon, das nur in alten Mythen auftaucht. Es ist das Pokémon, das die Landmassen geformt und die Kontinente gebildet hat. Es heißt, es sei nach katastrophalem Kämpfen mit seinem Erzfeind Kyogre in tiefem Schlaf gefallen. Sollten Groudons Kräfte entfesselt werden, wird Chaos die Welt regieren. Es muss aufgehalten werden. Wir werden gehen. Wir gehen auch. Nein, ihr müsst bleiben. Groudon ist weit stärker als jedes Pokémon, das ihr bisher getroffen habt. Überlasst es uns. Jawohl, so ist es. Geht erstmal zu eurer Basis zurück und macht Pause. Macht euch keine Sorgen um uns. Es gibt schon einen Grund, warum wir den Goldrang tragen. Wir erledigen das und sind wieder zurück, bevor ihr euch auch noch umschauen könnt. Gut, wir gehen und kümmern uns um Groudon. Ich glaube, die vergessen, dass wir auch den Goldrang tragen. Und so machte sich Simsalas Team auf, in den Tiefen der Erde nach dem erwachten Groudon zu suchen. Unterdessen beendete das Team von Oliver, nun befreit von den frühesten Verdächtigungen, seine lange und qualvolle Reise. Und kehrten wohlbehalten und glücklich in seine Retterteambasis zurück. Jo, wir wollen bitte speichern. Wir haben die Flucht hinter uns. Sehr, sehr gut. Währenddessen zurück auf den Pokémon-Platz. Hey, ihr da. Warum seid ihr nicht unterwegs, um das Team von Oliver zu jagen? Oh,
Du hast leicht reden, das ist zu viel für uns. Das heißt, das Team von Oliver sei schon zu weit weg. Wir können es jetzt höchstens bis zur Lapis-Höhle schaffen. Ich war auch an der Jagd beteiligt, aber sie flohen zum Feuerberg. Nichts in der Welt könnte mich dahin bringen. Und da habe ich ihre Spur verloren. Ich bin vom Typ Pflanze, wisst ihr. Feuer und ich, das geht gar nicht. Ich weiß nicht, was danach aus dem Team von Oliver wurde, aber diese Flüchtigen, wenn man sich überlegt, dass sie ihr Leben auf dem Feuerberg riskieren, die sind ziemlich zäh geworden. Da kann ich nicht mithalten. Was seid ihr doch für Weicheierze? Du bist ein richtiges Großmaul. Was ist denn mit deinem Team, Gengar? Ihr hängt ja nur auf dem Pokémon-Platz herum und lehnt euch zurück. Macht doch mal mit. Los, mit euch, auf! Haltet uns da raus. Unsere Aufgabe ist es, vom Ende von Oliver zu erfahren und das weiterzugeben. Wo spielt sie vielleicht auf? Ach du meine Güte. Ja je, heuer je. Meditalis, was ist los? Oliver, er ist... Ja, endlich. Endlich sind wir ihn los. Nein, im Gegenteil. Er ist zurück. Was sagst du da? Da drüben. Oliver, Sie sind zurück? Hallo Leute, wir sind wieder zurück. Endlich sind wir wieder hier, wir waren sehr lange fort. Irgendwie weckt dieser Platz nostalgische Erinnerungen in mir. Hey, Lizzie. Du bist es, Gengar. Ist ja eine Weile her. Was soll diese unverschämte Selbstsicherheit? Vielleicht. Gengar, alles was du gesagt hast, war falsch. Oliver hatte gar nichts mit der Sache zu tun. Und ihn traf überhaupt keine Schuld. Was? Ist das wahr? Ja, wir haben wohl Nona gefunden und nachgefragt. Oliver ist nicht der Mensch aus der Legende. Wir sind zurückgekommen, weil wir die Wahrheit herausgefunden haben. Moment mal. Man kann dir nicht trauen. Wenn du so eine Behauptung aufstellst, dann musst du das beweisen. Beweisen? Ganz genau, knallharte Beweise. Lass uns Beweise sehen. Na los, wird's bald. Beweise? Wir haben keine Beweise. Zu schade, dass du nichts beweisen kannst. Aber schön, dass du hergekommen bist. Schön blöd. Das erleichtert uns die Arbeit. So, meine Pokémon, das ist eure Chance, ihn loszuwerden. Was habt ihr denn? Wollt ihr ihn nicht loswerden? Ich hab immer an ihn geglaubt. Auf dich falle ich nicht herein. Ich bin draußen. Das Team von Oliver hat mich gerettet. Ich hab mich nur schweren Herzens an der Jagd beteiligt und nur weil du so darauf bestanden hast. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Oliver wirklich so böse sein soll. Ich hab auch genug gehört. Ich glaube ihm. Ja, genau. Wir brauchen Beweise. Leute. Extrablatt, Extrablatt, extra Neuigkeiten. Was ist das? Sieht wie eine Zeitung aus, nicht? Okay, ich lese es mal vor. Also, hier steht... Pokémon-Zeitung Extrablatt. Oliver unschuldig. Er traf wohl Nona unter dem Wasserauge von Simsala und konnte beweisen, dass keine Verbindung zu dem Match aus der Legende besteht. Daraus ergibt sich, dass Gengars Behauptungen hinterhältige und böse Verleumdungen waren. Ende. Du Dreckiger. Nichts wie weg hier. Halt, du Lügner. Du hast uns betrogen. Zurück? Ja, es tut gut, wieder hier zu sein. Wir sind zurück, wie versprochen. Ich bin so froh, dass Oliver nicht mehr unter Verdacht steht. Oh ja, ich bin auch froh. Nun müssen wir von niemandem mehr davon laufen. Oliver, wir sind beide müde. Ich gehe und leg mich schlafen. Morgen rufen wir unser Retterteam wieder ins Leben zurück. Versuchen wir unser Bestes. Oh ja, das werden wir tun. Am nächsten Morgen. Ach ja. Freunde, es tut gut, wieder in seinem eigenen Bett schlafen zu können. Wir sind fertig mit der Flucht und
ja, ab der nächsten Folge geht's dann im ganz normalen Retterteam-Alltag weiter. Und ja, dann mal gucken, wie es so in der Story weitergeht. Ich weiß es, aber ihr nicht. Deswegen müsst ihr wohl auf die nächste Folge warten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und denkt dran, wenn ihr Pokémon sein wollt, schreibt es doch mal in die Kommentare und ich sehe zu, was ich machen kann. Tschüss.